Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der letzten Generaldebatte Ende Januar hat der Chef der Union, Herr Merz, noch jedweder Zusammenarbeit im Hinblick auf Migration eine Absage erteilt. Heute nun präsentiert die Union einen eigenen Gesetzentwurf zum Thema Einreise- und Aufenthaltsverbote. Was ich mich daher grundsätzlich frage, sind Sie nun doch dazu bereit, an gemeinsamen Lösungen mitzuarbeiten, oder versuchen Sie wieder bei dem Thema nur mit Scheinlösungen Aufsehen zu erregen? Das würde einer konstruktiven Zusammenarbeit nicht gerecht. Es wäre vor allem unverantwortlich, als Vertreterinnen und Vertreter der Menschen in diesem Land, gerade weil es bei Einreise- und Aufenthaltsverboten auch um die innere Sicherheit geht. Deshalb zur Sache. Zum Anlass für ihren Gesetzentwurf nimmt die Union einen Taliban-Funktionär, der Ende letzten Jahres aus den Niederlanden, Sie haben es erwähnt, aus dem Schengen-Raum nach Nordrhein-Westfalen kam und hier öffentlich sprechen konnte. Diese Tat war in der Tat unerträglich. Wir dürfen nicht dulden, dass Taliban-Funktionäre oder andere hier ihre menschenverachtende Ideologie verbreiten. Und genau das hat unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser auch sofort und unmissverständlich klargemacht. Übrigens auch in dem Presseartikel, den Sie in Ihrem Gesetzentwurf verweisen. Hören Sie doch einfach mal zu. Sie haben es ja selber in Ihrem Gesetzentwurf mit erwähnt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verurteilen nicht nur Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wir prüfen und beschließen auch stetig Gesetzesverbesserungen, wo sie notwendig sind. Diese ausgewogene Sachpolitik machen wir übrigens auch dann, wenn die Union konstruktive Zusammenarbeit wieder mal ausschließt. Wir übernehmen Verantwortung, auch dann, wenn der Unionschef davonläuft. Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, was diese Regierung erreicht hat. Es war diese Koalition, die das Asyl- und Aufenthaltsrecht zahlreiche Male geändert hat, auch um die Effektivität des Einreise- und Aufenthaltsverbotes zu erhöhen. Es war unser Bundeskanzler, der auch mit Ihren Unionsministerpräsidenten Lösungswege entwickelt hat. Und es war diese Koalition, die eben diese Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz fast vollständig umgesetzt hat. Dazu gehören neue Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern, verstärkte Kontrollen an den Grenzen, beschleunigte Asylverfahren und gerade erst die Beschleunigung der Rückführungen mit dem sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz, wo Sie überall nicht mitgemacht haben. Wir haben damit nicht nur bisherige Versäumnisse aufgeholt, wir haben auch die Rechtslage den aktuellen Herausforderungen angepasst. Dabei folgen wir einem stimmigen Gesamtkonzept, das nun seine Wirksamkeit entfalten kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Entweder Sie taktieren weiter mit Showanträgen, damit Sie im Gespräch bleiben, oder Sie stoppen Herrn Merz mit seinem Irrweg und kehren endlich zu einer ehrlichen Migrationspolitik zurück. Vielen Dank.